Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Hausflipper. Und wir sind ja immer noch dabei, hier so die Fassade zu machen. Hatten wir jetzt eigentlich neue Paneelen gekauft? Ich weiß es schon nicht mehr, weil ich finde die immer nicht hier draußen, anscheinend nicht. Denn, ups, goldenes Händchen, schnellere Montage wäre schön, ja, schnellere Verspachteln. Ändert sich daran jetzt bei uns was? So, schnellere Montage. Können wir noch irgendwas skillen? Ja. Bau, schneller, mach. Malern können wir noch nicht, zerstören auch nicht, aufräumen, verhandeln. Leider noch keine Punkte. So, kaufen, shoppen, Laminat. Es geht hier weiter. Ich muss mir wieder eine Stelle suchen, wo ich auch das Zeug finde. Ist ja so die Sache. Ich würde es im Grunde am schönsten finden, wenn ich das kaufe und es dann wirklich auch am Mann habe. So, aber jetzt geht es schon mal wesentlich schneller. Wir brauchen das nicht mehr einkleistern. Zack, ran, fertig. Da müssten nämlich die Hauswände jetzt noch viel schneller gehen als die vorigen. So meine Hoffnung. Aber ich finde schon, wir sind ja jetzt schon fast durch. Alter, geht das schnell jetzt. Es wird hier richtig in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. So. Natürlich muss ein Fenster hier wieder drin sein. Wir hatten zwei Fenster, naja. Dachte ja, das geht schneller, weil wir nicht so viele Fenster haben wie an der Vorderfront, aber nein, haben wir doch. So, noch ein Paneel und dann ist dunkel, dann sind wir hier eh nicht mehr. Ach, es ist elendig hier. Komm ran da. So, da oben, bevor wir das vergessen wieder. Vergisst man nämlich ganz schnell mal. Ach, und ich komme ins Schwitzen, oder? Das liegt daran, dass ich immer noch krank bin. Oder nicht gesunder, weil es immer noch die gleiche Aufnahme ist wie vorher. So. Wo sind meine Sachen hier? Zack. Ich würde das gerne in der Hand behalten, alles und dann einfach nur tak, 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 tak. Aber das geht leider nicht. Obwohl das sehr schön wäre, wenn das funktionieren würde. Weil das dauert echt voll lange hier. Ja, jetzt hat er den darauf geklebt. Toll. Wenn man es zu schnell machen will, klappt das auch nicht. So, einen kriegen wir noch. Na, setz hin. Noch ein bisschen letzte Tageslicht hier ausnutzen. So. Zack. Alle dran kleben hier, was geht. Was hat er jetzt nicht geklebt? Warum nicht? Kleb ran. Und wer gibt hier kein Bonusgeld? Dann war das letzte Mal, dass ich die Außenfassade gemacht habe. Kannst du annehmen. So. Aber gut, es geht viel, viel schneller als vorher. So, er speichert mal ab, das finde ich gut. Warum geht nicht alles so? Zack, fertig. Ich habe das jetzt gemacht, weil das schön ist, mal zu sehen, wenn was fertig wird. So, dann gehen wir jetzt erstmal drin das Wohnzimmer machen, weil ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Wand da. So, gestrichen ist alles. Gucken wir nochmal nach. Sieht ganz toll aus. Da steht plötzlich ein Farbeimer, den wir da irgendwie benutzt haben. Zack, weg. Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Okay. Ach, immer die falsche Taste. So, erstmal ein Schreibtisch, oder? Ein Tisch, ein Tisch. Haben wir einen kleinen Tisch, wo wir auch dran essen können. Klassischer Esstisch. Weiß, braun. Ach, ja. Und plötzlich war das Zimmer voll. Schon wieder falsche Taste. Nein, sowas denn nicht. Ich will einen kleineren Tisch. Vielleicht sowas hier?
Und vielleicht doch ein bisschen heller, weil der Boden ist schon so dunkel. Das ist alles viel zu groß, ey. Nee, hier passt sowas nicht drin, wa? Fangen wir mal mit Sofa an. Haben wir da was Schönes, Kleines? Der würde hier ganz gut reinpassen. Gelb, grün, rot, himmelblau. Nee. Der Stoff sieht ein bisschen doof aus, oder? Grün. Gelb würde hier noch reinpassen. Ach, ist das hässlich. Nee, 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 nee. Das passt hier überhaupt nicht drin. Das ist ja sau hässlich. Haben wir hier. Himmelblau, grau. Hä? Grau. Ah, ist so dunkel. Kupfer. Kupfer ist aber nicht schwarz, ne? Komm, was edlet. Schön weiß. Alter, ich wollte die Wand hier weg haben, damit man hier ein bisschen Platz hat, aber das geht ja nicht. Okay. Ja. Hä, das ist das Schlafzimmer? Hier ist das Schlafzimmer. Hier ist das Zimmer. So, dann machen wir da mal einen Schreibtisch hin. Ich würde auch sagen, dann halten wir hier alles im Weiß ein bisschen, wa? So. Ich würde hier so einen Schreibtisch hinsetzen. Auch wenn mir das nicht gefällt, ich wollte hier eine schöne Essecke haben, aber gut, es geht nicht. So. Schön in die Ecke da. Jo. So. Haben wir einen Stuhl. Stühle. Gibt es den in Weiß? Gibt es. So. Dann hatten wir doch Computer bestimmt auch, ne? Lautsprecher. Welcher ist denn besser? Der wahrscheinlich, ne? Für 1000. So. So. Oder hier oben drauf. Hier oben drauf sieht auch cool aus, oder? Machen wir da oben drauf. So, eine Maus ist auch wichtig. So, machen wir die mal so. Ohne Schnur vor allem. DVD braucht man nicht. Lautsprecher, Monitor wäre ganz cool, wenn der weiß wäre auch. Ach ja, das ist ein Monitor. So einen will ich haben. Der erstmal den kompletten Schreibtisch einnimmt. So. Ja, ist okay. Brauchen wir natürlich noch eine Tastatur, ne? Ja, genau da wollte ich sie hin haben. Warum sind da so eine Henkel dran, ne? So, okay. Dann bräuchten wir noch ein Regal oder sowas, ne? Haben wir sowas? Regal oder Schrank wahrscheinlich wieder, ne? Regal. Ach, Quatsch. Gehen wir mal bei alles rein und dann Regal. Sowas zum Beispiel. Weiß. Stahl. Er wollte ja irgendwas, wo er seine Akten drin haben kann, ne? So. 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 Steht da richtig dran? Ja. Gut, Fernseh gibt's nicht. Kann er sich da angucken? Hier kriege ich nicht alle meine Dokumente unter. Nun müsste es genug Platz geben für all meine Bücher. Ich möchte mehr als ein Regal. Was heißt denn, du willst mehr als ein Regal? Ist hier noch ein Regal Karl oder was?
zu kriegen, Mann. So, hier. Alter, da kommst du aber nie mehr durch, sag ich dir. So. Kommt man gerade so durch. Der passt nicht dahin, ne? Ich werde Platz haben, meine Sachen zu verstauen. Das freut mich. Nur in die Küche kommst du nicht mehr. Aber gut, soll mich nicht stören. Couch, ja, okay. Ich hätte gerne noch einen Fernseher drin gehabt, aber den kriegen wir hier natürlich nicht hin. Oh, den könnten wir da aufs Regal stellen, ne? Hi-Fi, wenn es passt. Fernseher. Jo! Man kann nie zu viel haben von Audio und Fernseher. Ach cool, der macht sogar hinten Licht. Okay. Brauchen wir ja hier gar keine Lampen reinmachen. Ja gut, anders geht's nicht. Hat er auch noch einen schönen Fernseher, finde ich doch okay. HD-Monitor. Eine Mikrowelle wäre im Grunde für die Küche noch schön. Können wir die da denn irgendwo platzieren? Ach, ist sie groß. Dachte, das wäre jetzt was Kleineres, aber komm, eine Mikrowelle geht immer. Da und. Ja, vielleicht noch ein bisschen so lang. Kann ich den nicht mittig machen? So, so, so. So. Dann kommen wir auch noch an Lichtschalter ran. Nein, ja doch, geht. Halbwegs. Ja, also mit der Küche bin ich zufrieden, mit dem Bad bin ich zufrieden. Mit dem Schlafzimmer bin ich sehr zufrieden. Auch wenn die hier den Hasen immer noch mobben. Finde ich das sehr schön hier. Und hier finde ich das eigentlich auch ganz toll. Haben wir vielleicht noch eine kleine Pflanze, die wir da hinstellen können? Tisch, 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 Stuhl, Sofas, Pflanzen. Haben wir noch was Kleines? So was hier vielleicht. Können wir das vielleicht hier hinstellen? Dann sieht das hier auch ein bisschen grüner aus. So, Sonne geht immer noch nicht auf, aber. Pflanzen für jeden von uns, ja. Na komm, dann machen wir die Außenfassade jetzt noch und dann mal sehen, was wir kriegen, wa? Wie spät haben wir es? 13 Minuten haben wir schon die Folge, okay. So. So, bloß dahin legen, dass ich es auch wieder finde. Und meine Nase juckt. Na gut. So. Die letzten paar Dinger hier ranklatschen, auch wenn es lästig ist, aber es muss ja sein, leider, leider, leider. Auch wenn ich Außenfassaden nicht mehr sehen kann. Ich freue mich schon auf den nächsten Auftrag. Weil wenn ich überlege, wir haben jetzt echt bestimmt 5, 6 Folgen nur an unserem eigenen Haus gesessen, ne? Ach, mit dem Fernseher da drauf. Gefällt mir aber besser, auch wenn ich, wenn man drinne ist, wahrscheinlich kaum darauf gucken kann. Zumindest von der Couch nicht. Vielleicht können wir die Couch auch noch ein bisschen schräger stellen. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir so ein bisschen zum Fernsehen gucken können, ne? Wäre nicht schlecht. Na, nun nimm doch. Wir haben noch keine Zeit. Wir sind Handwerker. Zeit ist Geld. Ach Gottchen. Ich hoffe, das machen sie irgendwie noch mal schneller, weil das nervt mich hier wirklich. Das ist so eine Sache, die schon, ja, unnötig lange dauert.
sage ich mal. Dann sollten sie es so machen, wie es beim Streichen ist. Weiß ich nicht. Dass man mit der Kelle die Wand einstreicht und dann hängen die Steine dran oder so. Auch wenn ich das hier mit dem Stapel voll lustig finde und so, dass man sich da mal was wegnehmen muss, aber ich weiß nicht, wie viele Wände waren das jetzt hier draußen schon, die wir jetzt mit Laminat belegt haben oder mit, ja, diesen komischen Steinen, sag ich mal. Das nimmt echt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Oh, haben wir noch eine? Ja. Oh, alles dran. Sag mir, dass alles dran ist. Was war da? Nein, es ist nicht alles dran. Müsste denn natürlich auch vernünftig aussehen, wenn man da. Ich darf mir noch eine Palette kaufen, juhu. Oh, ist das schön. Ah, jetzt ist das drinnen auch so, wa? Da nicht, aber hier schon. Das finde ich ja doof. Na, aber die Wand muss man eh nochmal machen. Zack. Ach. Le Kinder. So. So. Im Grunde müsste das hier drinnen dann auch so gemacht werden, aber das würde mir ja nicht gefallen und da oben gefällt mir auch nicht. Die fällt mir nicht. Kann ich die Tür noch mal anders stellen? Eben. Tür kann ich nicht anders stellen. Schade. Oder? Nee. Müsste verkaufen und dann neu stellen, aber das will ich ja eigentlich nicht. So, wenn ich dich ein bisschen schräger mache, komme ich denn da noch durch? So, wenn ich jetzt hier auf der Couch liege. Naja, viel vom Fernsehen sehe ich nicht, wa? Aber mir gefällt es dann doch besser, wenn es gerade ist. So. Einmal gerade, bitte. Okay. So. Kann ich mit leben? In der Küche würde ich ja gerne auch noch irgendwie eine Pflanze machen. Können wir da oben Topfpflanzen vielleicht draufstellen? Nochmal gucken. Gucken, gucken, Pflanzen. Haben wir was Kleines? So was hier zum Beispiel. Ja, klein, ne? Ja. Verschönert das alles ein bisschen. Gut, die Alten, die wollen natürlich keine Pflanzen gießen, deswegen geht es gerade runter, aber ich finde es schön da. Kannst du ja wegschmeißen, wenn es dir nicht gefällt. So. Ja gut, mit meinem Schlafzimmer, das finde ich immer noch am allerallerschönsten. Hier muss noch eine Lampe rein, ne? Und Lichtschalter. Lichtschalter. Anschlüsse. Die brauchen wir. So, da. Möchte denn natürlich an jeder Zimmertür haben, ne? Hier könnte es ein Problem geben. Mal gucken. Am Schrank kann ich es nicht festmachen, aber hier, irgendwo, da. So, was machen wir denn hier für Lampen ran? Hier könnten wir auch eine Stehlampe hinmachen unten, ja? Wie, ne? Lampe.
Jetzt kannst du dich wieder Chef fühlen, ja. Okay, aber warte mal, passt auf den Schreibtisch noch eine Lampe? Nee, definitiv nicht. Dann machen wir aber trotzdem noch eine oben ran, ne? Deckenlampe. Ich fand die hier eigentlich ganz cool. Heller Stahl, Stahl, Schwarz. Machen wir hellen Stahl, so. So, dann haben wir hier auch schön Licht. Hier haben wir Licht, da haben wir Licht. Hier haben wir Licht. So, und hier draußen können wir keine Lampe ranmachen, ne? Wo waren denn diese Hängelampen? Schüle, waren die bei sonstiges mit bei? Nee, ne? Oder haben wir da generell noch was, was wir benutzen könnten, was man anbauen kann? Wandfliesen, Wandlampen. Warum kann ich die nicht draußen hinbauen? Das ist eine originale Lampe für draußen. Und hier draußen wäre doch eine Lampe optimal. Kann nicht draußen platziert werden. Finde ich schade. So, nochmal von draußen alles abchecken. Auch hier haben wir die Wände nicht. Was war das? Das waren Palisaden, ne? So. Müssen wir dann natürlich auch noch ranmachen. Das habe ich nicht gesehen. Aber das soll ja schon korrekt sein irgendwo, ne? Nein. So, oben lasse ich das so, weil, ja, das sieht einfach besser aus so. So, verkaufen. Tür zu machen. Nicht, dass wir die Tür jetzt verkaufen. Hier sieht alles korrekt aus. Hier sieht alles korrekt aus. Hier sieht alles korrekt aus. Wir könnten jetzt natürlich noch Jalousien ranmachen, ne? Das machen wir in der nächsten Folge und dann werden wir auch in der nächsten Folge das Haus verkaufen und mal sehen, was wir für Geld kriegen. Ich bin echt mal gespannt. Na gut, ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Tschüss und bye bye.